Des cartons violets pour représenter 75% de la population allemande favorable à la légalisation de l'avortement. Depuis plus de 150 ans, l'article 218 du Code pénal interdit l'IVG outre-Rhin. La campagne Légaliser l'avortement maintenant veut une légalisation totale. Es sollte ja allen Menschen freistehen, abzutreiben und diese Entscheidung selber treffen zu können. Und das geht dann einher mit Problemen wie zum Beispiel der Bedingung, dass man eine Beratung sich einholen muss. Und diese Pflicht führt auch nochmal zu einer Entmündigung, ne? Dass man einfach sagt, so ungewollt Schwangere können eigentlich gar nicht selber entscheiden. Dabei sind ja ungefähr 60% derjenigen, die abtreiben, haben schon Kinder. Konservateurs, libéraux, populistes et extrême droite ne veulent pas entendre parler de dépénalisation, tout comme l'Église, au nom de la protection des enfants à naître. Et ce, malgré de nombreux témoignages, comme celui-ci. Ich hatte eher ganz viel Angst vor dieser Konfliktberatung, wo man diesen Zettel bekommen muss, und habe mich da schon richtig gewappnet, was ich denen sage, damit sie mich nicht vom Gegenteil überzeugen wollen oder mich behandeln, als wäre ich ein kleines Kind, was nicht weiß, was es tut. Dann diese ganzen Listen durchzutelefonieren, Termine abzumachen und so weiter, wenn man vielleicht zusätzlich noch emotional belastet ist oder finanziell noch richtig doll Sorgen hat oder ganz allein ist und sowas, fand ich unglaublich belastend. Cette campagne veut aussi réintégrer l'IVG dans les études de médecine. Selon la gynécologue Mandy Mengler, certains médecins n'ont pas connaissance de toutes les méthodes permettant l'interruption de grossesse. Quant aux cliniques, elles proposent de plus en plus rarement l'IVG. Keiner möchte kriminalisiert werden und illegale Sachen tun, die straffrei sind, aber illegal. Und außerdem wollen wir die Menschen medizinisch begleiten, ganz nüchtern, entemotionalisiert, auf guter qualitativer Basis. Und es kann nicht im Strafgesetzbuch geregelt sein. Das ist absurd. Absurd également le fait que les femmes se rendent souvent à reculons à l'entretien pré-avortement. Martina Zielesinski se bat pour que cette consultation soit un droit et non une obligation. Wir würden uns auch wünschen, dass Frauen freiwillig hierher kommen können, die ungewollt, ungeplant schwanger sind, weil die meisten Frauen, die zu uns in die Beratung kommen, sind zu dem Zeitpunkt entschieden. Das heißt, sie haben eine informierte Entscheidung getroffen. Dans un contexte mondial de plus en plus rétrograde en matière d'avortement, le Parlement allemand se donne jusqu'à la fin de la législature à l'été 2025 pour trancher sur cette proposition de réforme.